Hallo und herzlich willkommen zu Fallout 4. Ja, wir sind noch in den Ausgrabungen neben Concord, so heißt es hier. Ich würde allerdings nach wie vor sagen, dass es eher ein Steinbruch ist. Ich hätte es mit Steinbruch übersetzt. Ja, und wir haben Sully Mattis getroffen in der letzten Folge. Und er hat uns gebeten, unter Wasser diese Lecks zu reparieren, die wir daran erkennen, dass hier Luftblasen aufsteigen. Und wenn wir diese Lecks, da hinten ist noch eins an dem Rohr, wenn wir diese Lecks schließen können, hofft er, die Pumpe anschmeißen zu können und das Wasser hier loszuwerden. Und ja, natürlich kann man sich vorstellen, dass da unten eventuell irgendwas Cooles ist, was Interessantes. Hier sieht man schon die Dächer von Hütten und hier kommen auch Strommasten aus dem Wasser quasi heraus. Und da vorne, nehme ich an, wird ein Aufzug sein. Ja, wir versuchen also quasi den Steinbruch hier trocken zu legen. Die Sache ist halt nur, das Wasser dürfte ungesund sein. Ja, ich würde jetzt einfach mal versuchen, einen Medics einzuschmeißen. Und wir hatten doch, lass mich überlegen, eine Gasmaske mit Brille. Die gibt nämlich nochmal 15 Resistenz, glaube ich. Soll das da sein? Dann ziehe ich die nämlich mal an. Wobei mir eine Gasmaske wahrscheinlich unter Wasser auch nicht viel bringt. Keine Ahnung. So, achso, und dann wollte ich ja genau. Hilfsmittel. Tu mir mal ein Medics oder sowas. Hier. Schadenresistenz. Nee, wie heißt denn das? Ach nee, nicht Radix. Das natürlich. Nicht Medics, sondern Radix. So, Strahlung widerstehen. Genau, das meinte ich. Ja, schmeißen wir davon einfach mal eins ein. Und dann schnell unter Wasser. So, ich will es nicht trinken, aber wie kann ich denn... Oh, das war tiefer, als ich dachte. Ups, Moment, hier ist das Leck. Oder? Kann das sein? Da. So, eins von drei. Oh, das mit der Strahlung ist aber unschön. So, jetzt schnell hier rüber. Das ist ähnlich wie in Megaton, in Fallout 3. Das Loch ist tatsächlich tiefer, als ich dachte. Also die Ausgrabung hier generell. So, und dann müssen wir noch darüber. Habe ich eigentlich sowas wie was hier mit Sauerstoffanzeige oder so? So, und jetzt noch da schnell. Und dann wird es auch gleich Zeit mal für ein Redaway oder so. So, drei von drei. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich aus dem Wasser wieder rauskomme. Und zwar so schnell wie möglich. Na, lass mich hier raus. Lass mich hier raus. So. Dogmeat, komm raus. Komm aus dem Wasser. Das ist arg ungesund. Na komm, hüpf hier drüber. So. Und dann schauen wir mal, ob die Pumpe funktioniert. Und ob wir denn den Steinbruch hier trockengelegt kriegen. Sully, wo bist du? Ah, der sitzt da und kocht. Ah, ich versuch's einfach mal. Tut sich was? 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 Oh nein! Oh, okay. Ein Weichpanzer Meyerlurk mit einer Machete so einfach. Was? Das heißt einfach, aber ich mache jetzt gerade mehr Schaden, als ich gedacht hätte. Ich wollte im ersten Moment schon. Na, verdammt. Okay, ich wollte im ersten Moment schon sagen, Mist, ich habe die Nahkampfwaffe anstatt der Fernwaffe gezogen. Aber die hatte eigentlich auch ganz gut funktioniert, nur leider. Mist, jetzt muss ich den ganzen Driss nochmal machen. So, habe ich jetzt... Moment, habe ich das jetzt schon eingeschmissen? Weiß ich jetzt natürlich gar nicht. Moment, Moment, Inventar. Kleidung. Die Gasmaske trage ich auf jeden Fall schon mal. Und bei den Hilfsmitteln... Wie viele hatte ich denn davon?
Red X. Hatte ich da jetzt eins eingeschmissen oder nicht? Mist, wo sieht man das denn? Hier irgendwo? Skill Special Status. Ich weiß es gerade nicht. Moment, wenn ich jetzt ins Wasser gehe. Nee. Plus 4. Obwohl, vielleicht schaffe ich es auch ohne. Ich war ja nicht komplett tot. Na komm, schnell. Versuche ich es mal ohne. Nummer 1. Oh, da geht's rein. Nummer 2. Und Nummer 3. Und dann schnell aus dem Wasser raus. Ja, komm. Komm, Dogmeat, komm raus. Raus aus dem Wasser. Ah, hier ist ein Geländer. Mist. So, nein. Ich hänge immer noch im Geländer fest, oder? So, jetzt. Okay, jetzt machen wir das Spielchen nochmal. Diesmal schnappen wir uns eine andere Waffe. Wäre es denn mal eine Schrotflinte? Oder die Stufe 3 Lasermuskete? Na, nehmen wir mal die Schrotflinte. So, er steht da. Dann speichere ich oder schmeiße ich erst ein Red Away ein? Ich glaube, das soll... Oh, wir sehen aber ganz schlecht aus, so im Gesicht. Ja, schon so mehr ghoulartig, weil wir wahrscheinlich so ein bisschen verstrahlt sind. Dann würde ich sagen, ist dann doch mal Zeit. Okay, wir haben 11 Stück, dann können wir das mal... So, werfen wir mal eins rein. Ein Red Away. Schauen wir mal, wie es uns dann geht. Aha, schon besser. Ja, und unten links sehen wir auch, da geht's rapide zurück. Ach, guck mal, ist noch nicht mal ganz. Und dann nehmen wir uns noch irgendein schönes Hilfsmittel. Stimpack nicht unbedingt. Moment, gehen wir mal von oben. Habe ich noch, genau, aufbereitetes Wasser zum Beispiel. Trinken wir da mal eins. So, jetzt geht's uns auch schon wieder besser. Dann speichern wir natürlich nochmal schnell. Bevor wir uns mit den Viechern anlegen. Das war's. Hör genau hin. Warte, alles gehört. Okay, hier scheint das Vieh eigentlich nicht so anfällig zu sein. Okay, ich bin ja auch dumm, dass ich auf den Panzer schieße. Wir kennen das doch von Myerlurk, dass man da eigentlich nicht auf den Panzer schießt. Hey, 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 dreh dich rum, dreh dich rum. Scheißvieh. Nein, Dogmeat. Da, in die weiche Mitte. Ah, boah, sind die hartnäckig. Mist, jetzt bin ich schon wieder tot. Boah, die sind ja echt krass. Echt krass, die Viecher. Mist. Schnell ein Hilfsmittel reinschmeißen. Vielleicht schafft man es ja doch noch, irgendwie zu überlegen. Alter. Action. Meyerlurk-Fleisch. So, noch einer. Oder war es das? Ja, zwei reichen ja auch erstmal. Hey, wo ist der? Wo ist das Viech hin? Ist der hier runtergefallen? Ach ja, tatsächlich. Mist. Ich wollte es doch looten. Damn. Wenn ich jetzt da wieder reinspringe in das Wasser, ist halt die Frage, lohnt sich das? Ich weiß nicht, wie viel mir so Meyerlurk-Fleisch gibt, wenn es gekocht ist. Nee.
Kronkorken waren auch mit drin. So, aber hier komme ich so nicht raus. Geronimo! Schnell, 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 schnell durch das Wasser. So. Okay, das haben wir schon mal überlebt. Dann sprechen wir mal mit dem Kerl. Und hören uns mal an, wie es weitergeht. Ach, der hängt da auch wirklich so an der Kante. So, Kollege, sprich mit mir. Wenn ich diesen Zulauf schließe, kriege ich vielleicht genug Druck. Ja? Moment, ist die Aufgabe jetzt... Was ist mit der Aufgabe? Daten, Aufgaben, den Stecker ziehen. Sprich mit Sully Mattis. Tue ich hey. Doch gerade. Meyerlux. Ist wohl keine Überraschung, dass Sie jetzt wild geworden sind. Naja, ich muss an dem Ding noch weiter basteln. Dürfte aber jetzt nicht mehr allzu schwierig sein. Danke fürs Anpacken. Hier, nimm das, bevor du gehst. Okay. Aber ich dachte, wir legen das jetzt komplett frei und können dann da unten rein. Vielleicht. Unter Wasser. Oder merken wir später, dass wir doch noch mehr... Was, wenn ich den Fluss hier umleite? Hey. Darf ich? Ich habe hier zu tun. Hast du nicht vielleicht noch eine Folgeaufgabe für uns? Hm. Oder wir müssen da später nochmal reinschauen. Vielleicht kriegt er das Ding ja wirklich mal leer gepumpt. So, schauen wir doch direkt mal an der Kochstation hier. Braten. Ich habe die meisten Sachen im Dorf, also in Sanctuary, abgelegt. Geröstetes Meyerlurk-Fleisch. Plus 10 AP für 30 Minuten. Für 30 Minuten? Och. Och, schau mal an. Das ist nicht schlecht. Und was bringt mir das, wenn ich es nicht koche? Wahrscheinlich nichts Gutes. Moment. Blutblatt ist das Einzige, was ich davon schon habe. Und schmutziges Wasser. Gemüsesuppe. Warum macht man denn die Suppe aus schmutzigem Wasser? Das ist doch merkwürdig. So, einmal kurz gucken, was das Meyerlurk-Fleisch bringt, wenn man es nicht kocht. Aber in der Regel ist eigentlich immer... Gekocht ist eigentlich immer besser. Das ist so reines Interesse, dass ich da immer mal so schaue. Meyerlurk-Fleisch. 35 Trefferpunkte. Und, Rad 10. Ja, ich würde sagen, kochen wir das, ne? Besser ist das. Braten wir das lieber mal. Okay, geröstetes Meyerlurk-Fleisch. Köstlich. So, die Gasmaske können wir auch wieder ausziehen. Die sieht auch nicht so besonders höflich aus. Da ist es jetzt. Und es gibt 70 Trefferpunkte sogar. Sehr cool. So, Kleidung. So, nehmen wir den wieder. Und das. Postbotenuniform. Okay. Ja, super. Haben wir die Aufgabe auch schon erledigt. Schauen wir doch gerade nochmal. Der erste Schritt. Was ist unter... Achso, ja, bring Jet zu Mama Murphy. Den Stecker ziehen. Warum ist da kein Häkchen dran beim letzten? Sprich mit Sully Mattis. Soll ich das noch ein paar Mal machen? Sprechen ihn jetzt noch einmal an. Vielleicht hat er ja doch noch schon irgendwie eine Folgeaufgabe. Wo ist er denn? Da ist er. Es muss doch eine Möglichkeit. Da ist es. Entschuldigung. Darf ich? Ich habe hier zu tun. Hm. Na gut, er spricht nicht mit uns. Ich hoffe, dass hier irgendwann das Ding mal trockengelegt ist. Das wäre echt cool. Hey, ist das mein Hund da unten?
Nein. Was war das denn? Da schwimmt doch was. Ach nee, hier schwebt etwas. Irgendwas schwebt hier in der Luft. Seht ihr das? Da. Kurios. Na gut, machen wir uns mal weiter auf den Weg. Denn wir wollen ja noch wohin. Und ein paar Raider aufmischen. Ja, folgen wir einfach mal der Straße, würde ich sagen. Die sind, glaube ich, immer eine ganz gute Orientierung, denn die führen eigentlich immer überall hin. Jedenfalls bisher funktioniert das ganz gut. Ja, hier ist quasi wieder eine Kreuzung. Da geht's Richtung rundem Symbol auf der Karte. Okay, hier ist nichts drin und es wird langsam schon wieder hell und freundlich hier. So gefällt mir das auch am besten. So, so, Licht war schon aus. Okay, jetzt sollten wir nur langsam vorsichtig sein, wenn wir uns hier nähern. Oh, Blümchen. Wilde Karottenblume. So, und hier oben hat sich gerade was bewegt. Da ist ein Zaun. Ist das hier eigentlich als Straße eingezeichnet? Ist das noch eine Straße oder ist das nur so ein Weg? Ach, da steht wieder eine Hirschkuh. Ja, ich töte die ja ungern. Die bringen zwar viel, aber die sehen eigentlich niedlich aus. Auch wenn sie zwei Köpfe haben. Auch wenn sie ein bisschen mutiert sind. Okay, hier haben wir jede Menge Schrott. Da unten ist... Was ist das? Ein wilder Hund? Möglicherweise. Da drüben auch. Mal gucken, dass kein Herrchen dazu gehört. Ja, wilder Mischling. Da oben ist der zweite. Auch das tut mir leid. Wenn es ginge, würde ich sie eigentlich lieber zähmen. Oh, verdammt! Das waren ja doch noch mehrere. Und sie waren stark. So ein Mist. Oh nein, sagt mir bitte, dass ich nach den Meyerlurks gespeichert habe. Oder es automatisch gespeichert wurde. Das wäre ja jetzt echt uncool. Ich sollte öfter speichern. Ich merk's schon wieder. Na, wo sind wir? Ja. 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 Wenn ich diesen Zulauf schließe, kriege ich vielleicht genug Druck. Hi. Darf ich? Ich habe hier zu tun. Na gut. Da müssen wir eigentlich nur wieder da hochlaufen. Das geht ja. Das war jetzt nicht so dramatisch. Mal kurz gucken, habe ich mich schon wieder... Nee, noch nicht umgezogen. Machen wir das erstmal kurz. So, jetzt sehen wir wieder netter aus. Und dann laufen wir nochmal eben da hoch. Obwohl, ich nehme mal die 10 mm. Und jetzt würde mich doch kurz interessieren, ob das hier als Straße eingezeichnet ist. In der Karte. Ups. Das wollte ich. So. Nee, nicht wirklich. Es ist also einfach nur ein Weg. Hier die Markierung könnte ich mal wegräumen. Ups. Nein. So, hier führt nur eine Straße hin. Wo führt die? Ah, die führt raus aus der Karte quasi. Okay.
Wir sind jetzt von hier gekommen, da hochgegangen. Und jetzt geht's hier rüber. Und hier ist Ten Pines Bluff. Da sollen wir auch noch hin. Ich glaube, da hat uns Murphy hingeschickt. So, wir kommen allerdings so ein bisschen vom Weg ab in der Richtung. Dann gehen wir vielleicht doch weiter. Oh! Hier waren also auch schon wilde Hunde. Aber habe ich nicht eben auf der Karte gesehen, dass die Straße eigentlich hier dran vorbeiführt? Jetzt wird es wieder heller und freundlicher hier. Das gefällt mir besser. Wo ist denn die Straße? Da ist die Straße. Irgendwie habe ich meine Straße verloren. So. Genau, von da aus gibt es eine Straße hier hoch. Die an der Station vorbeiführt. Und quasi aus der Karte raus. Da möchte ich mir dann auch mal das Ende der Karte anschauen. Mal sehen, wie das da geregelt ist. Oh, ich glaube, da hat mich schon jemand gesehen. Oder? Jedenfalls hat sich da gerade jemand hektisch bewegt. Da oben. Dann hoffen wir mal, dass die keine... Ach nee, da ist noch... Da sind noch, Viecher hier. Hey, da ist eine Schießerei am Laufen. Ich wollte gerade sagen, das sind, glaube ich, Blähfliegen gewesen. Also könnte es sein, dass gerade die Blähfliegen die Station überfallen. Oder die wilden Hunde. Ja, da oben ist eine Blähfliege. Jetzt hat gerade der wilde Hund den Menschen getötet. Und die Blähfliege den Hund. Und jetzt kann ich hoffentlich die Blähfliege töten, ansonsten... Scheiße! Ach, Maulwurfsratten rennen hier auch noch rum? Meine Güte. Wie komme ich denn da rein? Hier ist ja überall Zaun. Ah, hier ist ein Eingang quasi. Krass. Es hat mir voll die Beine weggefetzt. Ach du Scheiße. Ach krass. Ah, speichern, bevor ich da hingehe. Speichern, bevor ich da hingehe. So ein Mist. Oh, hab jetzt bitte gespeichert, als ich das entdeckt habe. Das wäre großartig. Aber wahrscheinlich mal wieder nicht, oder? Nein, nein, ich will das nicht immer alles neu machen. So ein Mist. Okay, ein letztes Mal ziehe ich mich um. Und dann laufen wir auf direkterem Wege da oben rein. Und dann speichere ich kurz vorher. So, die 10 mm nehme ich mir schon mal. Für den Anfang. So, dann folgen wir direkt der Straße einfach. So, ich könnte jetzt... Obwohl, ich muss vorsichtig sein, hier waren ja noch die Hunde.
der denn jetzt her? Warum war der denn so weit da vorne? Komm näher. Na, ah, nicht so nah. Okay, jetzt machen wir das nochmal da oben. Und diesmal sind wir etwas vorsichtiger. Ach, da ist auch ein Loch im Zaun von der Seite hier. Na gut, dann einmal was einschmeißen. Aufbereitetes Wasser zum Beispiel. Abwarten, bis die Energie aufgefüllt ist. Und dann nochmal speichern. So. Und auf geht's. Du bist sowas von tot! Enthauptet. Krass. Ist schon so ein bisschen brutal. So ein bisschen. So, wer tut da gerade meinem Hund was an? Blödes Lexi. Zerfetzt. So, nächstes. Hier war irgendwo eine Maulwurfsratte vorhin. Und noch mindestens ein Raider. Oh, hier liegt. Achso, ist mal wieder eine Schaufensterpuppe. Was die hier alles für Vorlieben mit Schaufensterpuppen haben. Ah, okay, hier hat sich alles erledigt. Kampfhund. Okay. Ich schaue mich nachher genauer um und nehme alles mit. Jetzt muss ich erstmal schauen, dass ich alle Gegner wegkriege. Wo ist Dogmeat? Ah, hier ist noch eine. Noch eine Fliege. Mach eine Wiegefliege. So. Verrät mir die Musik, dass hier immer noch was los ist, oder? Jetzt gehen wir nochmal schnell hier rein. Wo ist Dogmeat? Da ist er. Okay. War das alles oder gibt es hier noch jemanden? Satellitenstation Olivia öffnen. Achso, da gehe ich direkt ganz rein. Hm, jetzt geht das hier unterirdisch noch weiter. Okay, dann gehe ich doch erstmal mal nach draußen. Und sammle erstmal da die Sachen ein. Bevor ich mich hier in die unterirdischen Gänge wage. Wahrscheinlich werden wir da unten dann auch das Medaillon finden. Hey. Jet. So, lass mich erstmal die Waffe wegpacken. Sturmfeuerzeug, Jet, schmutziges Wasser. Super, damit kann ich Suppe kochen. Mit dem schmutzigen Wasser. Ja, hier wäre der Zaun auch offen gewesen. Da sind wieder. Zerfetzt. So, hier war doch noch eins. Oder? Waren es nicht vier? So. Sonst noch was? Oh, hier ist ein Kühlschrank.
Hier ist der Fuß von der Schaufensterpuppe. So, schauen wir mal hier kurz rein in diesen Holzverschlag. Was ist das da für ein Hebel? Ach, ein Schraubenzieher, der in einem Toaster steckt. Okay, das sah aus wie irgendein Hebel. Ich hatte mich schon gewundert, was der wohl machen soll, wie der da so einzeln rumsteht. Okay, hier ist, glaube ich, nichts Interessantes. Einmal um das Bunkerhäuschen drumherum. Auch nichts Spannendes. Okay, dann geht's einmal nach oben. Wo ich eigentlich eben schon war, aber... Da habe ich mich ja noch nicht sauber und ordentlich umgeschaut. Ich kann die leider nicht... Ah, okay, ich kann mich drehen. Ich kann leider die Sachen nicht in der Hand drehen. Glaube ich jedenfalls. Kann ich eigentlich die Laternen so nehmen wenigstens? Nee, auch nicht. Ups. Ob ich die jemandem auf den Kopf fallen lassen könnte? So, dann schauen wir hier mal. Spind. Munitionskiste. Und da drin ist Munition. Surprise, surprise. Baseballhandschuh. Kisten ist nichts. Hier auch nicht. Was haben wir hier Leckeres? Wodka. Und Hundefutter in der Dose. Okay, hier oben ist auch nichts Interessantes. Bis auf die riesige Satellitenschlüssel. Schüssel. Okay, dann können wir jetzt runter in den Bunker gehen. Und uns mit den Raidern anlegen. Ich nehme mal an, da werden noch ein paar mehr sein. Und dort finden wir dann auch das Medaillon. Hier ist sogar noch eine Werkstatt, also eine Werkbank für Rüstung. Könnte ich bei Gelegenheit natürlich auch mal schauen, dass ich mir eine ordentliche Rüstung zusammenstelle. Oh, das ist so übel hier. Richtig brutal. Das war auch noch ein recht junger Kerl, würde ich sagen. So wie es aussieht. So. Wir sind im Bunker und sollen das Medaillon suchen. Aber ich sehe gerade, wir haben die Zeit schon überschritten. Das heißt, wir schauen uns diesen Bunker in der nächsten Folge an. Ich bedanke mich fürs Zusehen heute und ich hoffe, dass ihr genauso gespannt seid wie ich und auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Ich sage Tschüss und bis dann.